Ein guter Schmied. Ein guter Schmied hat viele Gefühle. Er muss eben ganz und klar dabei sein bei seiner Arbeit. Er kann nicht arbeiten und was anderes denken. Das geht gar nicht. Die Schmiede ist ungefähr, ich weiß nicht, was draufsteht, 1625 ist die Schmiede aufgezeichnet worden. Meine Onkel sind Schmiede, meine Cousins sind Schmiede gewesen, alle waren Schmiede. Ich war der einzige Sohn und der Sohn musste wieder Schmied werden. Normal wollte ich es nicht. Ich war in der Branche als Kaufmann. Aber ich habe nicht abgeschlossen, weil da der Krieg war, zu Ende war. Und ich konnte mir seinen Beruf nicht abschließen. Und dann habe ich umgeschult als Schmied. Hufbeschlag und Wochenbau. Und das ist bei mir so eine kleine Leidenschaft geworden, also Krankheit. So. Ich brauche natürlich ein Stecken jetzt, früher ging das nicht. Ich brauche noch Stecken. So, jetzt gehe ich an Feuer. So. Und jetzt machen wir Feuer, ne? Und dann muss man auch die richtige Kohle haben. Früher hat man Steinkohle gehabt, die gibt es nicht mehr. Und heute hat man Koks, da kann man nicht gut damit arbeiten. Na, und früher hat man ja auch keinen Strom gehabt mehr, haben alles mit Blasebalg gemacht, da war man ja auch noch da. Ja, dann war hier kein Strom da. Mein Vater und ich haben gearbeitet. Ja, mein Vater hatte zum Beispiel die Eisen gemacht und ich habe die Pferde ausgeschnitten und so. Oder beim Wochenbau ging gar nicht alleine. Und dann mussten die Frauen mitmachen. Meine Großmutter, das war auch schon ein richtiger Schmied. Da hat mir ein Signal, und wenn wir das ausgelöst haben, das Signal, da kam der Großmutter gesprungen und hat mir die Reifen aufgezogen. Wir haben Bauklammern gemacht, wir haben Dachdeckerrahmen geschmiedet, wir haben Verdach in den Haller gemacht. Also größere Produktion schon. Oder für das Weingutswerk und so. Ich habe dann noch Warenbau gemacht. Früher hat man ja Eisenräder dran und später hat man Gummiräder. Ja, der Warenbau ging sehr gut. Die Bauern haben sich alle umgestellt auf Gummibereifung. Ja. Und da hatten wir schon unser Auskommen. Wir hatten ja auch noch die Landwirtschaft. Alles, was Sie hier sehen, ist Handarbeit. Und das ist mit viel Liebe gemacht. Und ist für mich eigentlich Kunst. Und früher hat man ja auch die ganzen Nägel selber gemacht. Die Nägel gab es ja nicht zu kaufen. Die hat man in der Schmiede machen lassen. Und die ganzen Formen sind noch hier, wo man den Nägel gemacht hat. Das ist alles noch da, von früher. Ich habe 52 gelernt. Mein ganzes Arbeitsmäßig war interessant und es ist gut gelaufen. Bis dann die LBG kam. Und als die LBG kam, wurden die ganzen Pferde geschlachtet, also weggeschafft. Die kamen nach Italien oder nach Holland. Und da waren keine Pferde mehr da. Und da hatten wir dann nicht genug Arbeit. Und in der LBG bin ich nicht mit, weil ich das verweigert habe. Und dann haben sie die ganzen Aufträge, die haben da Offenstelle gebaut und Bauklammern und Schrauben. Und das haben sie alles zu meinem Cousin. Den haben sie gekannt, ne? Und da haben sie die Aufträge dorthin gegeben. Und mein Cousin von Gera, Ronneborn. Der war auch Schmied. Bei mir waren Cousins auch Schmiede. Und der hat mir dann die Aufträge von hier, die haben sie nach Gera geschafft. Und mein Cousin hat mir die Aufträge hergeschickt und ich habe es gemacht. Und der hat das Geld kassiert und mir das Geld gegeben. Stell dir mal vor.
So, jetzt wird das alles getauscht. Und da wird man fertig gemacht zum Schweißen. Hier in der Schmiede war jeden Tag, wenn die Bauern fertig waren und hatten ihr Milch weggeschafft, war die Schmiede voll. Die Bauern haben Wurst mitgebracht, wenn sie geschlachtet haben. Dann wollte ich sie auch machen, ich habe auch welche dabei. Und die haben auf dem Schmiedefeuer gebraten. Und da hat einer noch einmal Bier geholt und dann waren wir unter uns. Und haben nicht gequatscht, was einem so gibt. Und auch über der LBG haben sie gesprochen. Und da hat der Staat gedacht, hier wird einem eine politische Sache hochgezogen, die nicht sein darf. Ne? Aber es war nicht der Fall, ich habe mich mit der Sache nicht eingelassen. Meine Frau, die stammt aus einer Mühle. Sehr strebsame Frau, wunderschön. Zwei Kinder und elend gestorben. Bei uns war eben, der Beruf war in uns drin. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Das Material, die Schmiede, das Eisen und Stahl und das, was man alles, war in unserem Körper drin. Das Rück, gell? Jetzt wird's geschweißt. Das Schweißen, da werden zwei Teile ineinander eingeschmelzt. Und das muss genau stimmen. Und da hat man früher, ganz früher sogar noch Hilfsmittel genommen. Wie wegen Lehme oder Lehmziegel. Hat man dann rein, damit es besser zusammenhält. So, bitteschön. Und das Schweißen kann, Feuerschweißen kann keiner mehr. Das ist vorbei, also ich kann es noch. Denn wir haben ja, wie gesagt, aus drei alten Hufeisen neues geschmiedet und wieder verarbeitet. In Feuer geschmiedet. Und mein Enkel, der hat ja studiert, der André hier, was da war. Und da will das auch mal lernen. Den habe ich nicht genug beigebracht. Und das interessiert ihn eben so stark. Und da will ich mal mit ihnen hier. Und ich habe etliche Schmiede, Bekannte, die wollen aber alle nicht mehr schmieden. Die haben ihr Handwerk vergessen. Alles, was hier drin ist, vermisse ich. Das ist aber Schönes, wenn man unter Eisen sitzt.